Effiziente Systeme und Lösungen sind heute praxiserprobt. Da wissen wir, dass wir die Ziele erreichen. Und da möchte ich eigentlich die Bauherrschaft, die Planer und die Installateure motivieren, eben solche Systeme einzusetzen. Der FVB hat drei Programme lanciert: FLux, FLED, FStrada. Jetzt ein Programm klingt immer ein bisschen nach Theorie. Wird da in der Praxis auch genügend gemacht? Werden die Programme umgesetzt? Genau, also da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Programme auf Praxiserfahrung aufbauen und dass das nachher auch nachgeprüft wird. Das ist in diesen Programmen enthalten und damit können wir auch beweisen, dass wir die Ziele erreichen und dass es tatsächlich umgesetzt wird. Es gibt Fördergelder, klingt ein bisschen auch nach Bürokratie. Holen die Installateure diese Fördergelder ab? Also da gibt es natürlich noch viel Potenzial. Da würde ich doch empfehlen, mit mehr Mut dahinter zu gehen und auch einzelne Projekte einzugeben. Ist nur zum Vorteil jedes Installateurs.